Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind in Woche 10 und eingeladen worden zur EA Sports Championship und da wollen wir natürlich dran teilnehmen, denn es ist ein erlesenes Feld von 64 Spielern. Soll also heißen, ich denke, wir werden keinen Cut spielen müssen. Es gibt 550 Punkte und wir spielen in Chambers Bay. Ich glaube, ein Platz, bei dem es auch schon mal eine US Open und einen Ryder Cup gab, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, wir gehen gleich rein. Woche 10 EA Sports Championship. So, wir spielen eine volle Runde und zwar nur eine Runde pro Event. Das akzeptieren wir so. Und dann schauen wir mal, mit wem wir zusammen sind. Wir sind mit Patrick Cantlay auf der Runde und minus 3. Okay, wir schauen noch mal ganz kurz. Okay, Buckley minus 3 führt im Moment die ganze Geschichte an. Das zeigt erstmal, wie schwierig dieser Platz ist. Ich glaube, unheimlich schnelle Grüns, wenn ich richtig weiß. Und Wind ist okay, also nicht das große Problem. Wir legen los. So, zack. Nach Chambers Bay geht es. Gute Unterhaltung. EA Sports and the PGA Tour so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From Chambers Bay Golf Course just outside Tacoma, Washington, it's the final round of the EA Sports Championship. Well, this is the essence of golf distilled. 18 holes to decide our winner. Every decision is impactful. Every misstep, a potential tournament wrecker as we look at the current leaderboard. Our leader is Hayden Buckley. He's at 3 under par here as the players are just getting going. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. So, also minus 3 ist im Moment das Ergebnis, das es zu schlagen gilt. Wir schauen aber auch mal erstmal aufs Leaderboard, ob überhaupt der Kollege schon im Clubhaus ist. Ja, natürlich nicht. Die sind alle noch unterwegs. Die sind alle noch unterwegs. Also das heißt, das wird sich noch entsprechend hier ändern, definitiv. Also es heißt, wirklich Gas zu geben. Denn wir werden uns nicht darauf verlassen können, dass es dabei bleibt. Minus 8, minus 7, die meisten sind, so wie ich das sehe, alle noch auf den Front 9. Und viele sind noch gar nicht gestartet. Sepp Straka, okay. Gut, also dann legen wir mal los. Das erste Par 4, 486 Yards. Es geht ein bisschen den Berg runter, so wie es aussieht. Ja, okay, der Wind kommt ein bisschen von links, von hinten. Aber das Fairway knallt bzw. rollt, lässt den Ball nach links runterrollen. Okay, dann werden wir den Ball mal hier reinspielen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel bei der EA Championship. Okay, mit dem Fairway, das passt soweit und er rollt noch ein bisschen. Das ist eine gute Art, diesen Final Round zu starten. Es ist in der Fairway at the first. So, 293 Carry. Oh, 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 die Bälle rollen aber extrem hier. Das sind nochmal 60 Yards. 67. Boah, 367 Yards. Okay. Und Patrick Cantlay schlägt hiermit ab. Ich wünsche ihm ein schönes Spiel. Ja, ein bisschen mehr über rechts. Aber der passt auch. 250 Yards. That's perfect, right down the middle. What a nice way to get the day started. Okay, dann denke ich, wird er als nächster schlagen. Oh, wir liegen da ganz unten. Okay. All right, Frank, how would you break down this approach shot here at the first, at Chambers Bay? Well, Richard's partially blind, so you've really got to fixate on the exact point that you want to aim at. That's one of the beauties of this golf course. So ja, der wird zu kurz sein, oder? And, ah. And sure, because once that ball hits the ground, the natural contours are going to take it in a certain direction. So really fixate on that line. Okay, die Schwierigkeit ist natürlich hier immer auf diesem Platz die false fronts, also das heißt, course, let's check in with Nota Begay the third. Coming at it from 116, pin just on the front edge.
Ja, die Fahne steckt kurz hier, das ist gefährlich. Und wir haben ja gerade gesehen bei Kentley, dass der Ball nach links weggesprungen ist. Der Wind drückt den nach rechts rüber. Deswegen sollten wir aber trotzdem versuchen, aufs Grün zu kommen mit einem 54er. Wir haben etwas Rückenwind. Approach wird Spin haben. Naja, ich will eigentlich, ja gut, das ist natürlich klar. Wir müssten hier Anfang grün liegen, dann haben wir wenig Break und hätten eine Birdie-Chance. Okay. Ja, da springt er eigentlich gerade aufs Grün eigentlich. Und wenn er vorne aufkommt, dürfte er eigentlich nicht so viel Spin haben. Okay, wir gehen mal davon aus, dass der Wind uns hilft. Okay, er bleibt auf jeden Fall rechts vom Stock. Coming in just right of the hole, but looks good. It's a good shot, but does leave that little uphill putt, so that one will be slow. Okay, er darf gleich nochmal. Ja, war jetzt kein guter Chip. Frank came out way too hot. Just goes to show what happens when you don't find these greens in regulation. Now, he's looking at two putts. Maybe three from where he is. Oh, ja, maybe. Ja, okay, es werden wohl nur zwei. Aber schon mal das Bogey, okay. This from about 10 feet. Okay, es geht gleich ein bisschen berghoch. Wir haben ein bisschen über links, Break über links. Die Frage ist halt immer, wie hier stark die Breaks angenommen werden. Naja, okay, ist schon ordentlich. Ein bisschen mehr als die Hälfte hier. Ein bisschen kürzer. Oh! Oh, how good a read is that? It is a birdie at the opening hole. And he will definitely not say no to that. Okay. Okay. Here at the first. And he'll drop back now to one under par. So, mal ein besserer Start als in den letzten Turnieren. Now at the second and a medium length par four, Frank. Yeah, a slight dogleg to the left, rather long, skinny green here. Well bunkered all the way down the left side. Really anything down the right and the natural contours of the land should kick that ball a little to the left. Tja, okay. Da sind wir mal gespannt. Wir haben die Ehre. Wind kommt von rechts und wir haben einen ziemlichen Drive. Wir müssen halt schauen, dass wir nicht in den Bunker kommen. Das sollte so passen und dann könnt ihr hier wirklich schön das Fairway entlang rollen. Ja, vielleicht noch ein kleines bisschen. Okay. Ja, bleibt noch rechts vom Bunker. Okay, sehr gutes Fairway getroffen. Danke. Good solid tee shot there, coming off the bogey at the first. This is in the fairway at number two. So, das sind jetzt 344 Yards. Also Roll haben wir extrem hier auf den Fairways. Wir sehen es. Das sind locker nochmal 50, 60 Yards, die Bälle hier machen. Das scheint mir nur ein Holz 3 zu sein. Ah, geht aber Richtung Bunker. Ach, er will extra kurz bleiben vor den Bunkern. Nothing to fault there. Safely in the fairway. Ja, ist auch eine Option, dann über die Bunker rüber. Natürlich, klar. Ich meine, deswegen sind ja die Bunker hier auf der linken Seite, dass das Fairway natürlich, je länger es wird, schmaler wird. Now note his second from the fairway. 144 left to the hole, pin in the back. Die Fahne steckt hinten, okay. Das war gute Annäherung, sehr gute Annäherung. Ah, that's an excellent shot. Inside that 10 feet circle, a little long, a little left, but still good. This is why you practice these shots from under 100 yards. You've bombed your drive. Now it's time for the touch shot. Zip one in there close. So, wir haben 60er Wedge mit Finesse. Das heißt eigentlich wenig Spin, aber wir haben Rückenwind. Ja, da ist links eine Welle, ne? Wir müssen rechts vom Stock bleiben.
Rechts vom Stock. Länge. Die Länge ist entscheidend. Rückenwind. 60er. Wird ein bisschen spinnen, denke ich. Ja, okay. Ja, geht links rüber und ist kürzer als gedacht. Aber ist okay, liegt. As we can see, and a little to the right, but still makeable if you had a good one. 13 feet away. Okay, wir sind eben, aber haben ziemliches Break von rechts wieder. So, ist das mehr Break als gerade vorhin? Ja, das ist schon mehr Break. Uha! Yes, a brilliant roll there. It's birdie here at number two. Will certainly help the cause. Now Cantlay, this for birdie. Ja, das braucht er. Das braucht er, um wieder ins Spiel zu kommen. Gut gemacht. Sehr gut. And he will definitely not say no to that. Okay, ist immer noch. Now, Frank, and what are we staring at here? This green is anything other than symmetrical, so be very, very cautious on where the flag is. Anything in the middle of the green, you can putt to the corners. Well, if you can call them corners, more like ragtails, but beautiful par 3. Okay, 3 unter ist anscheinend immer noch das Maß der Dinge. Ja, jetzt haben wir ein paar 397, das geht eigentlich. Da haben wir ein Eisen 6. Wir haben aber auch wieder Rückenwind. Und zwar über rechts. Eisen 6 wird rollen. Und es geht ein bisschen bergab. Also eventuell doch ein langes Eisen 7, damit er hier aufs Grün springt. Ha. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Das wäre auch eine Option. Der wird auf jeden Fall nach links rüberspringen, denke ich. Ja, ist zu weit links. Der ist zu weit links, aber er kommt aufs Grün, denk. Ja. Okay, damit können wir arbeiten. Passt. Sehr schön. Okay, center of the green. Good shot. Okay, safely aboard. Now this for birdie. And this putt moving right the whole way. Gotta keep the pace up to hold its line. 5 inches. 5 inches nach oben. Und das ist ein extremes Break über links. Ja, am Anfang bricht er sofort rüber. Ein bisschen kürzer, damit er nicht so sehr drüber läuft. Aber hinten geht es ja auch ein bisschen hoch. Okay. Ja, ein bisschen kürzer heißt, er nimmt Break mehr an. Der war gut. Ja, little harder, yes. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Okay. Konzentriert über die linke Seite. So that safely in. It's a par here at the third. And he'll stay at 200. He'll finish that one off with no problem. It's in for par. And he'll remain right where he is. Ja,
Frank, here on the fourth tee, you get a good look, don't you, at what Chambers Bay really is all about. It's framed beautifully, Rich, by the bunkers there, left short off the tee, plus the ones down the right side. You can see everything in front of you, but the hole does bend to the right. This is another one where you've got a generous fairway, but don't be fooled by that. It's fairway first. Tough par 4, measuring 495 yards. Yo, also das ist jetzt, das muss man sich mal ansehen hier, diese ganze Bunkerlandschaft auf der rechten Seite. Wobei man sagen muss, was heißt eigentlich Bunkerlandschaft? Im Prinzip ist es ja eine große, große Düne, Dünenlandschaft. Und hier wurden ja die Bahnen hineingebaut. Und das ist natürlich jetzt wirklich 495 Yards berghoch. Und wir müssen, die Fahne steckt ganz hinten rechts, und wir müssen dann über diese Dünen spielen. Okay, jetzt heißt es natürlich auf jeden Fall Länge machen. Wir müssen hier links in den Hang rein, damit er wie eine Steilkurve dann den Ball rechts rüberrollt. Und man muss aufpassen, dass er nicht zu weit rechts rüberrollt und dann da in die Bunker rechts. Das Beste ist natürlich, wenn er hier oben liegen bleibt und da oben reinrollt. Auf der linken Seite. Ja, wir werden es mal versuchen. Der Wind drückt den ja auch ein bisschen nach links. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie der rollt. Aber der wird nach rechts rüber rollen. Ja, aber allzu viel Meter macht er nicht mehr. Kommt sogar ein bisschen noch runter. Oh ja, der ist noch weiter, aber naja, der wird auch rechts rüber gehen. Der macht gar keine Meter. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. So, was hat er noch? 231 und berghoch. Okay. Ja, den hat er jetzt schön vorgelegt. Obwohl es ja ein paar 4 ist, ne? 41 hoch. Gegenwind. Was passiert, wenn wir zu kurz sind, liegen wir im Bunker? Ja, wir brauchen auf jeden Fall mindestens einen Schläger mehr. Tja, die Frage ist, reicht ein Schläger mehr? 44 Fuß nach oben. Und Gegenwind. Aufs Grün kommen, das wäre wichtig. Aufs Grün kommen. Ah ja, okay. Naja, dann rollt er rechts rüber. Dann hat man natürlich hier einen Bergab-Putt. Aber den müsste man ja doch vorsichtig zum Liegen bringen. Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Welle hier, ne? Aber es hilft nichts. Der Chip oder irgend sowas oder ein Pitch hier von der linken Seite wird jetzt auch nicht unspannend oder unspektakulär. Die Frage ist nur Eisen 5. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Eisen 5. Okay. Ja, da müsste er oben ins Gras rollen. Das wäre gut. Ja, der bleibt links. Der bleibt links. Ja, und der kommt jetzt aber, denke ich, wieder ein bisschen runter, oder? Ja, der kommt wieder runter und ist zumindest mal auf dem Grün. Ja, wir müssen dann trotzdem über den Buckel putten. Das wird spannend, okay. Not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular basis, you're going to have a chance.
So, was macht er? Ja, der war gut. Der war wirklich sehr, sehr gut. Kurzes Spiel ist hier das A und O auf diesem Platz, habe ich so den Eindruck. So, this went downhill all the way. This will be a tough one to judge. Ach du Schande. 2 Fuß nach unten und das über die linke Welle. 2 Fuß nach unten. Also den werde ich auf jeden Fall kurz spielen. Ja, der bricht ja hier schon nach rechts. Und je weiter er... Ja, okay, da rollt hier wahnsinnig. Augenblick. Ja, es geht erst ein bisschen berghoch und dann kriegt er hier Speed. Naja, und weil er so langsam ist, rollt er sofort nach rechts runter. Okay, er kommt gerade über den Buckel und jetzt kriegt er natürlich Tempo. Ja, den kann man schier nicht besser oder näher ranbringen, weil sonst verhungert er vor dem Buckel und kommt gar nicht über die Welle rüber. 14 feet to the hole. Naja, das sieht man den Buckel. Wir hätten tatsächlich rechts von dem Buckel landen müssen. Ja. Okay. 1 Inch. Über rechts. Es ist mehr als vorhin. Well done to roll it in for par. And he'll stay right where he is. Also das war ein hart erkämpftes Pärchen. Ein hart erkämpftes Pärchen. Ohohoho. Ja, okay. Finished off. It is a bogey here at 4. And he will fall from the top of the leaderboard and wind up a shot back. Also im Moment sind wir unter den Top 10. On an elevated tee like this, the 5th here at Chambers Bay. It looks straight away. It certainly does. And under 500 yards, so it gives you a chance, plus that elevation. You should be able to knock one down there. The whole pinch is in, though, with those bunkers left and right, and there's just one bunker in the front of this green, and that, as you can guess, should be avoided. Be careful. They call this hole free fall. 116 Fuß nach unten, okay. Und wir werden natürlich versuchen, über die rechte Seite reinzukommen. Paar 4 mit 498. Ja, ist klar, der Wind drückt den Ball nach rechts und so wie der runterfällt, wird er nicht mehr viel rollen, weil der wird fast senkrecht runterfallen aufs Fairway. Das Fairway fällt ein bisschen nach links. Ja, okay. Eine Wahnsinnsaussicht, also eine Wahnsinnsaussicht, so einen Ball zu schlagen hier, über 100 Fuß nach unten. So, wir werden noch ein kleines bisschen mehr nach links gehen. So. Ja, der fällt da richtig runter, da wird nicht mehr viel rollen, aber ja, doch macht noch. Okay, that's going to be safely in the fairway and that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. 327 Yards im Flug. Oh ja, doch nicht schlecht.
Ja, der ist ein bisschen rechts. Aber das passt schon. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. From the fairway, Noda, this is second. 150 yards to the hole. Hole cut right in the middle. Ja, geht auch über rechts. Ja, gut getroffen, gut getroffen. Und der Ball rollt dann auch ein bisschen links zur Fahne. Also wir müssen uns rechts halten. He needs to be mindful of the breeze here as he sets for a second. Ja, okay, wir können natürlich auch direkt hinter den Stock und mit Backspin. Ja, aber das ist eigentlich... Und wir haben ja Rückenwind. Ja, wir stehen ein bisschen unterm Ball, sehe ich gerade. I always looked inside that 15 feet circle. Anything inside that was going to be a good shot. So in my book, that's a good shot. Cantlay for birdie. Ja, das braucht er dringend. Ja, gut. Yes, a good read. It's a birdie here at 5. Will certainly help the cause. 7 feet now for birdie. Okay, es geht bergab. Bergab mit wenig Break. Bergab mit wenig Break. Ah, well done. That one rolled in for a birdie. And he will definitely not say no to that. So, jetzt spielen wir mit den großen Jungs zusammen. Immer noch minus 3 der Führende. Frank, where are you looking to land the ball off the tee here? Well, as long as it's not in the rough, the bunkers, well, there's no trees here, really. That little green strip, that runway down there, another hole that bends to the right. But find the fairway. The fairway's wide enough. You've got a pretty good idea exactly where you want to go. And once again, this is one of the shorter par fours. So good drive here, just a short iron in. So, ist das jetzt das erste Paar 5, oder? Ach, wir haben hier, das ist ein Paar 70, kann das sein? Ein Paar 70 Platz mit zwei Paar 5 nur. Okay, das erklärt natürlich vieles. Dann fehlen hier natürlich praktisch die Birdie-Löcher. Okay, wir schauen nochmal kurz ins Leaderboard. Minus 3. Und Buckley ist jetzt an der 13. Tyrrell Hatton an der 12. Matt Kuchar an der 11. Ja, das ist nicht gerade ein Birdie-Feuerwerk, was hier gespielt wird bei der EA Sports Championship. Ja, dann wollen wir schauen, dass wir weiter so spielen. Paar 5. Ah, jetzt haben wir Gegenwind. Jetzt haben wir Gegenwind. Jetzt bin ich mal gespannt, denn ich habe mein Holz mit neuen Specs ausgerüstet. Ob das hilft, denn ich vermute, dass wir hier jetzt ein Holz spielen müssen. Ein Fairway-Holz, aber jetzt erstmal aufs Fairway kommen. Ja, geht ein bisschen links. Das gefällt mir nicht so sehr. Ja, bleibt auf dem Fairway. Alles gut. Nicely in the fairway, yes, sir. So, Patrick. Mit Even Par ist er 10. Ja, das ist so ein typischer US Open Platz. Da kann man wenig Birdies spielen. Schnelle Grüns, gefährliche Grüns mit Breaks, onduliert. Die Fairway ist schnell. Another good drive. That's been a key. And a few more of those as this round goes along.
would do wonders in trying to hold on and win this tournament. Frank, what do you think about this approach here at the sixth? Well, one of the few greens here that's protected on both sides. Rather narrow green. And you can see really what happens if you miss. Bunkers left. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. So club selection is important here. Kurz und knackig. Right on the green and a pretty easy putt on the way. Ja, okay, Eisen 8 können wir spielen. Wir haben aber ein bisschen Gegenwind. Wir werden den als etwas länger spielen. Das Grün ist auch erhöht. Okay, Mitte Grün wäre eigentlich nicht verkehrt. Ja, von links ist es dann ein leichter Bergaufputt, so wie es aussieht. Ja, ja, okay, okay, also... Gegenwind. Eisen 8 bleibt eigentlich ziemlich schnell liegen. Wir müssen gegen den Wind etwas weiter spielen und wir müssen wegen dem Erhöhten etwas weiter spielen. Okay. Ja, da läuft hin, oder? Sehr schön. Oh, nothing wrong with that iron shot. It's a good one. Just a little short, little right, but still a very good place to putt from. Yeah, little short, little right. Hallo. Par 5. Okay, was haben wir jetzt? 8 feet now for birdie. Es geht berghoch. Ja, ich kann mich an ein Turnier letzte Woche erinnern. Da haben wir, glaube ich, aus 8 Fuß 3 Putts gebraucht. Das wollen wir jetzt nicht. Das geht berghoch. Das hilft immer, dass der Ball schnell liegen bleibt, nicht übers Loch hinwegrollt. Wir haben ein normales Break, ein mittleres Break, würde ich sagen. Ja... Kleines bisschen mehr vielleicht. Kleines bisschen schneller. Ja, doch ein bisschen weniger. Ah! Ja, man hatte so das Gefühl, dass er gerade auf den letzten 10 Zentimetern ist er dann gerade geblieben und nicht rübergerollt. Aber ein Birdie sollte es werden. Ach, das ist ja gar kein Par 5, das ist ein Par 4. Oh, jetzt habe ich mich aber böse vertan. Okay, okay. Dann war das ja nicht eine Eagle-Chance, sondern Birdie. Ja, ja, okay. Aber passt. Die 8 ist das Par 5. Ja, okay. On the 7th tee now, it is over 500 yards from the back tee. Yeah, this is called humpback, and you can see why there's all those mounds and undulations between you and the hole, plus all that amazing bunkering down the right side. All to be avoided, really. If you can do that, then you get a decent look at the screen. But yeah, you've mentioned it, 500 plus yards, it's going to play longer than that uphill. Ein Par 4 mit 442 Yards. Okay, wir müssen da quer rüberspielen über die Bunker. Jai, da heißt es jetzt natürlich wieder genau den richtigen Punkt zu treffen, die Fahne. Und dann natürlich erhöhtes Grün, klar. Das ist so ähnlich wie vorhin auch die 3 oder die 4, die es war. Ja, ich glaube, da drüben sehen wir sie auch. Okay, also... Wie kriegen wir hier am besten den Ball rein? Eigentlich am besten mit einem Fade, ne? Wir müssen einen Fade spielen, damit er ein bisschen nach rechts hochläuft. Ja, hier direkt über die Bunker spielen. Das wäre natürlich fast das Beste. Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, der Ball wird rollen. Okay. Oh, der startet aber sehr weit links.
Der startet weit links. Komm, bleib liegen. Okay, wesens im Semi bleibt er liegen. Ja, schwierig. Too strong for this hole, eh? Ran out of fairway and into the rough. Big hit, though. Ja, das ist so eine Bahn, da muss man einfach ein bisschen mal vorher getestet haben auf einer Proberunde. Da muss man einfach ein paar Schläge getestet haben, ob man und wo man über die Bunker rüberkommt von der Länge. Sehr schön. Ja, er ist sich auch nicht sicher, ne? Er muss auch gut überlegen und sich beraten. Er weiß auch noch nicht genau, wo er hinschlägt. Jetzt schlägt dann auch weiter nach links rüber. Gerade nach links. Ja, aber er ist kürzer. Aber ist natürlich Roll, ne? Also der rollt genauso vermutlich ins Raff, ins Semi. Ja, 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 dieselbe Lage, okay. So that ball nestles down in the rough. Just got away a little bit on that tee ball. Here at 7, this is second from off the fairway. Ja, das ist ja interessant. Da muss man dann eben über dieses Hügelchen spielen, was einem natürlich nicht hilft, gerade die Fahne gut zu sehen. Aber das hat er exzellent gemacht. Solide, exzellent Pin High. Nothing wrong with that approach shot. Just a little shy of where you'd like to finish up, but still one good putt, maybe a birdie. From the rough, we check in with Noda. 160 gets into the hole, ball in the right rough, but has a good angle, still accessible to the hole cut on the left side. Ja. Finesse. Stopp. Ein Siebener. Wir müssen da weit hoch rein, so wie es aussieht von der Länge. Und wir haben Gegenwind. Ja, ja, wir sollten auf jeden Fall rechts vom Stock bleiben, weil links fällt es ab, dann kickt er uns nach hinten weg. Neuner, Achter. Ein Achter ist zu kurz. Das wird vorne in der Falsfront verhungern. Ein Siebener. Ein Siebener. Und dann kickt er nach rechts. Man sieht es auch hier auf dem Grün. Dass es natürlich hier nach rechts geht, ne? .9400. Wir werden ein bisschen Speed verlieren, aber wir müssen auf jeden Fall das 7er spielen. Und ich denke, wir werden es auch ein bisschen höher anspielen. Ja, geht mir zu weit links. Geht sogar direkt auf den Stock. Komm, komm, ein bisschen rechts rüber und auf dem Grün bleiben. Sehr schön, sehr gut. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. Ja, gut, aber jetzt haben wir natürlich... Oh, no. Oh, no, no, no. 2 Fuß nach unten. Das ist ja wieder nur antippen. Ja, wir erinnern uns, an der anderen Bahn ist er natürlich auch durchgerollt wie wild. Ha, jetzt müsste man eigentlich einen Lobshot machen. Denn wenn man den puttet, dann kriegt er hier Speed ohne Ende. Ja, ja, den muss man eigentlich nur antippen und dann rollt er schon rüber. Ja, und wenn man den eben antippt, dann nimmt er gar nicht die Richtung nach rechts an. Der rollt dann gleich nach links runter. Also eigentlich müsste man einen Lobshot spielen. Das wäre witzig, weil dann bleibt er da unten liegen. Ja, aber das bietet er mir nicht an. Natürlich, klar, das weiß er. Okay. Okay, wir müssen jetzt nochmal überlegen. Wie viel müssen wir kürzer bleiben, damit er da unten nicht durchrollt? Augenblick, ich muss nochmal schauen. Ja, ja, das ist die Gefahr besteht halt, dass er durchrollt, ne? Dann ist er weg. Zwei Fuß. Also ich würde den definitiv nur antippen wollen. Und zwar möglichst weit über rechts, weil er sofort nach links geht.
Okay. Here's Cantlay. This for birdie. Ooh. Ah, the pace. Absolutely perfect there. Down the slope. It's in for a birdie. Will certainly help the cause. So, es geht ein kleines bisschen nach links. Okay, und es geht ein bisschen bergab. Okay, sehr schön. Ja, auf dem Platz ist manchmal ein Birdie Gold wert. Wir sind immer noch geteilter Erster. Now to the eighth and a long par five, Frank. Fortunately, there's no bunkers, just the dunes either side. The hole looks a little narrow off the tee, but get down there, you're going to realize that's a fairly generous fairway. There's a little bit of mounding in this green, too, that actually slopes it back towards the player. So use that to your advantage. So, das ist jetzt das Par 5. Nur den Berg hoch. Spannend, wo da auch die Zuschauer stehen. Ja. Cantlay hat jetzt die Ehre. Habe ich irgendwas verpasst? Ach, der hat ja das Birdie gespielt, oder? Stimmt, der hat ja das Birdie gespielt. That's up the left side. Ja. Und dann ist man safe. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn der hier rechts noch weiter rollt. Ja, der wird aber ein bisschen aufgefangen, ne? Der wird aufgefangen, okay. Das ist dann schon so von Konzept her, dass er nicht durchrollt. Weil das wäre dann schon sehr, sehr fies. Das wäre schon sehr, sehr fies. Ja, okay, der Wind. Wir müssen auf jeden Fall weit hier auf der... Ja, okay. Egal wie. Ich meine, wenn er hier in den Hang oder sonst was, der rollt runter. Es ist ja nur, dass er Länge verliert, aber es ist ja eh ein Par 5. 613 Yard ist natürlich eine Hausnummer. Naja, es geht kontinuierlich berghoch und wir haben immer in der Mitte vom Fairway diesen Buckel. Ja, ein bisschen... Einen kleinen Draw wäre natürlich hilfreich. Ja, mal schauen, was passiert. Ja, der nimmt den Draw überhaupt nicht an. Okay. It looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. Ja, komm, bleib liegen. Sehr schön. 282 noch, okay. Da wird jetzt das Holz 3 wohl zum Einsatz kommen mit den neuen Specs. Now a second from well over 300 yards. This will be about positioning. Ja, ein Eisen nimmt er. Er legt vor. Solide, aber der wird nach rechts rüberspringen, ne? Der bleibt nicht links. Oh, kommt sogar noch ein paar Meter zurück. So in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second to the par 5. Wir könnten theoretisch erreichen, aber wir sehen's. Das wird spannend. Das wird spannend. Natürlich hier in den Hang rein im Prinzip. Die Frage wird halt sein, kriegen wir den zum Liegen? Er bleibt links, das ist schon mal gut. Ja, komm, komm. Ah, ja, also, komm, bleib auf dem Grün, bleib auf dem Grün. Ah, jetzt rollt er uns runter, oder? Oh, nee. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wo rollt denn der jetzt noch hin? Ja, das ist out of bounds, ne? That is not the spot to be. Okay, wir können ihn noch spielen. Aber das ist ja echt fies, oder? Also, das ist ja echt fies. Frank, what are the options for a player?
Well, the green does slope back to front, so if you're a high ball flight hitter, there's nothing wrong with flying the ball all the way up there. But because there's no bunkering in the front, you can also come in here low and sort of bound that ball up there. Choices. Okay, dritter Schlag und wir dürfen den noch spielen. Naja, gut, also 72 Fuß hoch. Das ist natürlich witzig, weil das wird natürlich so nicht funktionieren. 54er. Tja, jetzt müssen wir halt irgendwie mal gucken, wie wir denn das am geschicktesten machen. Wir müssen auf jeden Fall hier vorne rein. Also wir müssen den hoch anspielen. 50er. Naja, 87, 97. Wir werden natürlich auch viel verlieren, aber der kommt ja dann sowieso runter, ne? Der kommt aber auch sowieso runter. Ja, man sieht es schlecht, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, das sind halt zwei voll. Ja, das sind halt zwei Mordswellen. Okay, da ist ein Plateau. Deswegen, dann springt er darüber. 50er Wedge. Wir brauchen Länge. Wir brauchen Länge. Jetzt kommt er sogar noch runter. Oha! Oha! That's a great shot. So many things could have gone wrong there. Grass catches the hosel, turns the face, closes it. Ball could have gone anywhere. Instead, just muscles it out of there. That's tremendous. Oh ja, und er spielt es. Yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he will definitely not say no to that. So, und das ist ja wie gesagt ein Wahnsinnsblick hier runter auf den See. Und man sieht hier diese Golf. Also es ist ganz, ganz, also schon ein sehr toller Platz im Prinzip. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir unseren guten Schlag doch noch oder unseren vermeidlichen Schlag doch noch vergolden können, in Anführungszeichen. Wir müssen schauen. Ja, ein bisschen Speed über links. Wow! Das ist Golf, Freunde. Das ist Golf. Wie die Waage mal von links nach rechts. It's a par 3. And Frank, how would you describe this hole? Well, it's an absolute stunner, really, because of the views. And this is where you realize that links golf minus trees and minus some of the things we see on other golf courses can still look absolutely beautiful. But don't look at the scenery too much because you've got well over 200 yards here. Even though it's elevated, it still requires a good tee shot. But a little two here, and you might just have yourself a good outward nine. Ja, sehr gut gemacht. Also das haben wir jetzt auch gesehen, dass da natürlich der Ball dann runterrollt. All right, you take those all day long. Clever. Green, chance for birdie coming up. Ja, das ist so dieses Thema mit dieser vermeintlichen Ehre, dass wenn man ja eine Bahn gewonnen hat, dass man als Erster abschlagen darf. Ich persönlich muss immer sagen, ich finde es keine Ehre, weil das ist eher mehr, dass man mehr Druck hat. Der Vorteil ist jetzt, so wie wir ja auch gerade ihn haben schlagen sehen, man sieht natürlich den Wind, man sieht, ob man zu kurz, zu lang ist. Gerade bei so einem Abschlag hier bergrunter, 127 Fuß wieder runter. Und da ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man vorher mal gucken kann, wie das sich verhält und auch wie er da unten springt. Okay, nichtsdestoweniger wollte ich noch ganz kurz sagen, also das ist eben Golf. Da hat man einen Schlag und kommt in die Bredouille und dann kann man mit dem nächsten Schlag im Prinzip alles wieder klar machen. Naja gut, also das war jetzt an der 8 wirklich sehr erfreulich, dass wir da trotzdem noch das Birdie spielen konnten. Ein Eisen 4, ein Eisen 6, wie gesagt, hier links eigentlich in den Hang, damit er reinrollt. Okay. Mit Rückenwind.
Ich meine, wir sehen ja, dass das hier alles ziemlicher Hang ist. Eisen 6. Hoch anspielen. Oh, der wird lang. Der wird lang. Oh, 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 oh. Spring nach rechts. Boah. So, jetzt rennt er über das ganze Grün. Wo rennt er jetzt wieder hin? Komm, bleib liegen. Naja, okay. Okay, 34, 20, 21. Das Ganze geht aber ziemlich berghoch. Ja, die Frage ist, was wird da vorne passieren wieder mal? Er wird nach links springen. Und dann da runterrollen. Und zwar wird er generell runterrollen. Also müssen wir sehr weit rechts anspielen. Wenn er dann bei Stockhöhe liegen bleibt. Ja gut, das Thema ist aber, dadurch, dass er rollt, macht er eine Kurve und wird natürlich auch links runterrollen. Also wir müssen den auch ein bisschen länger spielen. Also, der wird definitiv nach links runterrollen. Ja, das hat schon mal gepasst. Aber er ist nicht lang genug, oder? Ah, ich denke, wir können da noch das Pärchen spielen. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Set down fairly quick as well. Good shot. Oh, Kentley liegt sogar noch näher als wir, aber ich sehe, dass wir eigentlich einen relativ guten Putt haben. Ja, wir können bergauf spielen und wir haben eigentlich wenig Break. Ja, und am Anfang geht es ein bisschen nach links, vorne geht es wieder ein bisschen nach rechts. Das heißt, am Anfang geht er durchs Break, also müssten wir eigentlich ein bisschen links machen. Okay, Paar gerettet. Sehr gut. And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. Und er spielt Birdie, hervorragend. And that is going to finish off a 3 under front side as they go out in 32. Frank, what's the player looking at on the 10th here at Chambers Bay? Well, normally at a par 4, you're just thinking blaze away, but this is one of the few holes, really. I think you've got to be careful on what club you hit off the tee. It starts to narrow up. You really want to avoid those two short bunkers that come in around the 300-yard mark. And that really sets yourself up with a nice sort of wedge. That's really the right way to play. You don't have to take the trouble on in front here. So, gerader Drive aufs Fairway. Ist natürlich wieder mal die halbe Miete. Sehr schön, mal einen Screenshot machen von Patrick. Ja, hast gut gemacht. Jo, da sind wir wieder. Wind von links. Wind von links. Das Spannende ist natürlich, dass das Grün da vorne so ein bisschen eingerahmt ist von den Hügeln. Okay, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Brauchen wir eigentlich... Ja, okay. Nee, wir nehmen Driver. Je näher wir rankommen, desto besser. Das müsste doch gut passen. Oh ja, wir sind im Flug deutlich länger als Patrick. 294. Und wir sehen die Fahne. Das passt vom Winkel. Yep, yep, yep. Sehr schön. Frank, it appears as though this approach shot here at the 10th is fairly straightforward. It is. You've got a flat green, so you're not really worrying about mounds or bounces here.
And really, this is, you know, with a short iron in hand, this is one of those ones you just green light, you go straight in. Okay. Das wollen wir natürlich vermeiden. To be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. A back right 54er. He gets set for his second to the par 4. Also es ist ein bisschen erhöhtes Grün, aber wir haben auch Rückenwind. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem 54er. Wir werden Finesse spielen. Und er müsste ja ziemlich schnell liegen bleiben, sogar ein bisschen Backspin haben. Der Wind müsste eigentlich den Höhenunterschied ausgleichen. Ja. Mit dem Wind müssen wir kürzer spielen, mit dem Höhenausgleich etwas weiter. Er wird schnell zum Liegen kommen. Bisschen näher noch ran. Ah, wir stehen etwas unterm Ball. Okay. Ja, ich glaube nicht richtig durchgezogen. Da fehlt jetzt ein bisschen Länge, oder? Okay, ich habe nichts gesagt. What a way to start the back nine. That is a tremendous iron shot. Cantley, a good bunker player. This is his third. Ja, ob das daran liegt, dass ich meinen Ausstatter gewechselt habe. Ich habe jetzt Callaway, wenn ich richtig weiß. This from 7 feet. Okay, send safe. It's a par here at the 10th. And that cushion's gonna remain 2 shots. Yo. Not much to this one. It's for birdie. Ja, ein gutes Sandy-Paar. Aber wir spielen zum Birdie oder wir liegen zum Birdie. Und zwar eigentlich nur bergauf, eigentlich kein Break. Ja, ein bisschen bergauf. Ich sehe kein Break, ich sehe aber ein Birdie. Yes, rolls it right in. A birdie here at 10. And stop the presses if you've heard this before. He's well on his way to yet another victory on the year. Ja, wir schauen gleich mal ins Leaderboard. Frank, we are looking at a long par 4 in front of us. We are indeed, and it's called shadows, but there is love in the shadows here. Hit it over that dune down there in the middle of fairway. If you can get it there around the 300 plus yard mark, then the hole obviously starts to get a little easier. That second shot, you'd like to hit a little bit of a cut in here, but there's 2 levels to this green, so make sure you're on the right level where that flag is. Ja, man muss schon sagen, der Platz, man sieht es, der hat den unheimlichen Höhenunterschied. Da oben sind ja Tribünen und wir haben jetzt schon zweimal ganz schön den Berg hochgespielt und zweimal auch wieder runter. Also schon cool. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, war das nicht irgendwie mal ein Steinbruch oder irgend sowas und deswegen auch diese Ruinen, dass das eine Industrieruine war. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, im Moment sind wir gut dabei. Par 4, 536 Yard. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ordentlich reinspielen. Der Wind hilft uns, weil wir haben Rückenwind von rechts. Okay. Wir müssen praktisch hier vorbeispielen, damit er dann da hochrollen kann. Er wird auch ein bisschen nach rechts, nach links springen. Ja, macht mir ein bisschen mehr Kurve, als ich eigentlich wollte. Aber das sollte soweit passen. A good-looking shot there, well placed in the fairway. Ja, wir haben 344 Yard. Wir können also auf jeden Fall mit dem zweiten das Grün erreichen. So, Patrick Cantlay mit minus 3 zurzeit an zweiter Position. Okay. Ja, er ist sich noch nicht schlüssig. Wo haut er hin? Der geht Richtung Hügel. Der geht Richtung Hügel, aber ist nicht lang genug. Wird nach links springen, gell? Ja. Ja, sehr gut. Aber wir sind wieder deutlich länger als er. Deutlich. Ja, das verstehe ich, diesen Blick. Dass er nicht versteht, warum ich länger bin. Ja,
Ja, das ist so einer von diesen Plätzen, die man gerne auch mal in echt spielen möchte und dann sehen will, wie man den meistert. Also hier muss man schon sehr konzentriert und sehr sauber spielen. Und der war gut, der war wirklich gut. Ja, okay, wir müssen noch ein Eisen 6 spielen über die rechte Seite, weil wir Rückenwind haben. Ich würde lieber ein Eisen 7 spielen und gucken, dass wir da oben aufs Plateau kommen. Und vor allen Dingen auf dem Plateau auch liegen bleiben, oder? Ja, etwas erhöht müsste man Eisen mehr spielen. Aber wir haben Rückenwind. Das müsste es ausgleichen. Wenn der aufkommt, rollt er. Eisen 6 kürzer, dann rollt er noch mehr. Naja, ich habe so meine Bedenken. Ne, wir nehmen das Eisen 7 und werden es da hochdreschen. Schon wieder zu weit links. Startet zu weit links. Okay. Aber man will sich nicht beschweren. Er liegt auf dem Grün und nicht so weit weg vom Stock. Vielleicht sogar die bessere Seite. Ja, Kentley liegt näher. Tester down the hill. Also wir spielen erstmal bergauf und auch hinterm Stock geht es bergauf. Das heißt, da passiert erstmal nichts. Reichen 2. Ich denke, es müsste reichen. Der müsste gerade so reinrollen. So, vom Tempo her. Ja, würde ich ein bisschen mehr machen. Ja, der geht rechts vorbei. Aber ist ein Safe-Pärchen, okay. Ja, der war gerade zu kurz. Na, nicht zu kurz, aber war genau Lochhöhe. Hätte also ein bisschen mehr Speed gebraucht. Ja, der wird links vorbeilaufen, oder? That is so painful when you come up that short. Why is it that putts online? Come up short. Na, Patzer, naja. Warum ist das wohl so? Ja, das ist immer eine gute Frage, dass man Patz oft zu kurz lässt, witzigerweise. Aber nun gut. Es hat ja auch mal eine Frage mit dem Risiko. Ja, manchmal ist es einfach gut, safe an den Stock oder ans Loch zu kommen, um dann noch so ein Tap-In zu haben und nicht, dass der Ball dann übers Loch weiß Gott wie weit rollt. Okay, that one finished off. Four apart. And the lead will remain one. Ja, manchmal muss man einfach mit dem Pärchen zufrieden sein. Oh, da hat sich jetzt einer rangerobbt. What's the play here, Frank? Two really. You could just sort of iron it down there. Have a little wedge or a pitch in there with no sweat whatsoever. Or if you want to have a little bit of fun, if you can drive it over that bunker that's just short left of this green, you might just putt for an eagle. Chambers Bay Par 70, damals gerade auf der Anzeigetafel gesehen. Und jetzt schauen wir mal kurz hier ins Leaderboard, denn wir sind jetzt an der 11 beziehungsweise an der 12. Wir sehen, die ersten sind im Clubhaus. Tyrrell Hatton zum Beispiel und Buckley sind im Clubhaus und konnten sich nicht groß noch verbessern. Und tatsächlich ist Patrick Cantlay uns auf den Fersen. Ja, Tyrrell Hatton mit minus 4. Das steht, das ist im Clubhaus. Das ist das Maß der Dinge. Wie sieht es aus? Da hinten sind noch welche. Keith Mitchell, Scotty Scheffler. Ach, da ist er ja mal, der Scotty Scheffler. Der ist an der 7. Okay, das soll heißen, da wird sich noch an der 3. Da ist ein Spieler an der 3. An der 5, an der 4. Okay. Also, Adam Scott an der 2. Minus 1.
Okay. Also, die Message soll im Endeffekt sein, wir werden noch ein 1, 2, 3 Pärchen Birdies spielen müssen, wenn wir wirklich dieses Turnier gewinnen wollen. Denn man weiß nicht, was da hinten noch reinkommt und was der KI hier mit uns macht. 287, das heißt, das ist ein Drivable Par 4. Da werde ich aber, 47 hoch. Ich würde aber dann tatsächlich lieber mit dem Holz schlagen, weil wir haben ja gute Specs drauf, Power Specs und vor allen Dingen Control, dass wir den hier sauber reinkriegen. Es ist ein Par 4. Ja, das ist, deswegen habe ich hab mich auch schon gewundert, warum man hier, ja, das hier nicht gemäht ist, ne? Also man sieht es ja, es ist praktisch nur da vorne gemäht und das ganze, dieses Tal, diesen Aufgang ist es nicht gemäht. So, jetzt nochmal. Hybrid ist zu kurz. Holz 3. Ja, die Frage ist halt 40 Fuß. Der wird rollen. Aber kommt der dann da hoch oder verhungert er? Aber 287, das ist eigentlich die Länge. Ja, wenn der da aufkommt, dann springt der nach links. Dann rollt der da rein und bleibt eigentlich relativ schnell liegen, weil es da zweimal den Berg hochgeht. Ich werde mit dem Holz versuchen reinzuschlagen und mal sehen, was dann passiert. Er bleibt rechts vom Bunker, das ist schon mal gut. Er springt vorne auf. Ja, der wird nicht hochkommen, der schafft's nicht. Komm, bleib liegen. Okay, aber da können wir schön pitchen oder einen Lobshot machen. Könnten uns noch eine Birdie-Chance erarbeiten. Kentley natürlich mit dem Driver, weil der kommt mit dem Holz auf gar keinen Fall hoch. Also es würde mich... Er nimmt tatsächlich das Holz. Er nimmt tatsächlich das Holz. Jetzt bin ich mal gespannt. Er bleibt leicht rechts. Ja, aber der ist viel zu weit weg. Ja, obwohl der rollt viel mehr als meiner. Ja, witzig, er darf als erster spielen. Okay, das hilft uns wieder zu sehen, was da vorne passiert am Stock. So, after the fortunate kick, he is second to the par 4. Ja, jetzt wird er nach rechts springen. Ja, okay. Bisschen lang. Bisschen lang. Müssen wir deutlich kürzer pitchen. So not a whole lot left to go here as he'll set up his second for this par 4. Long flop, flop. Ist natürlich ein bisschen bergauf. Ah, wir können den nicht länger spielen, ne? Das ist das Problem. Okay. Ja, wenn wir hinterm Stock liegen, dann ist es gar nicht mal so verkehrt, weil da sieht man, dass da wenig Break ist. Vorm Stock ist natürlich viel Break. Da müssten wir dann auf der rechten Seite zum Liegen kommen. Ja, vielleicht doch ein Pitch. 25. 25. Ja, seiner ist schon ganz schön drüber hinausgerollt, ne? 25. Ja, ja, aber wir müssen auch einen Berg hochspielen. Wir müssen auch den Berg hochspielen, aber wir spielen den auch hoch an. Er wird ja auf jeden Fall nach rechts runterrollen. So. Damit kann ich leben. That's the benefit of really bombing a tee shot down there. Sets up a simple little chip and a birdie. The pace absolutely perfect there down the slope. It's in for a birdie. And he has taken the lead here with 6 holes to play. So, wir haben ein bisschen Break.
Nothing to it. It's a birdie here at 12. And on the heels of a top 10 last week, this would be even sweeter if he could hold on to win here. So, 2-shot lead. Dogleg right, par 4. Frank? But at 534 yards, you need an eagle eye, which is the name of the hole, to find exactly where you want to hit this. Dogleg's to the right. There is a fairway that's plenty wide to accept a good tee shot. And then from there on in, it's actually a relatively straightforward second shot, providing you can miss that bunker that's just short in the middle of the green. Ja, das ist jetzt wieder das ist jetzt wieder ein Wahnsinnspaar 4. Ein Wahnsinnspaar 4. Wo wir natürlich schauen müssen. 287, ja, 473. Da hat man immer noch 160, 180 und es geht bergauf. Ne? Die Frage ist halt, wo spielt man den jetzt wieder hin? Ne? Wenn der natürlich da runterrollt, rollt er Richtung Bunker. Und eigentlich will man da oben sein. Und es geht ja auch ziemlich einen Berg hoch. Der Wind drückt ihn nach links. Ja. Ich will, dass er eigentlich gerade hier aufs Fairway kommt und dann soll er den Bogen nach rechts machen. Da macht er noch Meter. Ja, der geht zu weit rechts. Der geht nicht links in den Wind. So, 253. Ja, jetzt komm, bleib liegen. Ja, jetzt kommt er wieder rückwärts. Jetzt kommt er wieder runter. Ja, okay, aber jetzt liegt er. Okay, sehr gut. Was haben wir? 193 berghoch. Okay, das werden wir schon irgendwie wuppen. Ja, toll hier mit der Sonne. Durch die Wolken. Ein Hybrid, sehe ich das richtig? Oder ist das das Hölzchen? Nee, das ist das Hölzchen. Er spielt ein Hölzchen. Er wird wieder vorlegen, da bin ich mir sicher. Ja, der wird mit Sicherheit wieder vorlegen. Mit einem Eisen. Ja. Mit dem Hybrid links vom Grün, oder? Tja, erstaunlich. Aber gut, das ist die sichere Wahl im Prinzip. Da geht's schön den Berg hoch und wenn er zu lang ist, kommt er auf jeden Fall runter und dann kann er Pin High praktisch hochpitchen. Ja, verlässt sich auf sein kurzes Spiel, aber ich glaube, ganz so glücklich ist er nicht. Eisen 6, 15 Fuß, das ist doch machbar. Wir haben aber auch Gegenwind. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall länger reinspielen, aber wir haben ja hier ein bisschen Luft. Naja, gut, wenn er in die Falls-Front rennt, dann bleibt er da unten liegen. Dann müssen wir einen Hoch-Lobshot machen. Aber ein Eisen 6 muss es auf jeden Fall werden und den müssen wir lang spielen. Ja, ja. Witzig. Eisen 6 rollt ja ein bisschen. Das müsste doch passen. Ich meine, 16 Fuß und der Wind, das ist jetzt nicht die Welt. Dann will er ein Eisen 5. Das rollt mir zu viel. Approach Eisen 6. So, ein bisschen mehr über links. Der soll bloß auf dem Grün liegen bleiben. Ja, wir stehen unterm Ball, sehe ich gerade. Überm Ball. Also ein bisschen mehr links. Ja, geht nach rechts. Komm, 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 komm. Zieh. Sehr schön. Ja, ist ein Bergab-Putt, aber okay. Wir haben ein bisschen Luft. Wir haben ein bisschen Luft da hinten. Hendley pitcht und der rennt drüber. Na, der Glück, da hat er gut Spin gehabt drauf. Hat er gut Spin gehabt. Okay, on the green, but let's go leave a putt that will get your attention. Now this.
for another birdie. Ach, das ist ja spannend. He's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Das ist sogar bergauf 3 inches. Okay, das ist natürlich nicht verkehrt. Das hilft uns, dass wir den Ball dort am Stock zum Liegen bringen. Wir haben Break. Ja, das ist kontinuierlich und lang. Dann gehen wir hier mal rüber so. Okay. Ja, ich habe noch ein bisschen Gas rausgenommen. Ein bisschen Tempo rausgenommen. Das hätte natürlich... Ja, okay. Aber so sind wir wieder safe am Loch. 15 feet away. Ja, da war halt der erste Gedanke doch der bessere. Pretty good read there. Definitely good speed. And it just skips a foot or so by. Tja, da hat es wieder nicht geklappt. Das hat er schon mal gehabt, hier an ein paar 4 vorgelegt. Und dann war halt dann doch keine Ein-Putt, sondern Zwei-Putt-Situation. Und das Bogey. Ja, ist insofern... Ja, ist insofern halt ärgerlich, weil er hätte natürlich eigentlich die Länge gehabt fürs Grün, ne? Aber jetzt müssen wir uns wieder um uns kümmern. Es breakt ein bisschen nach rechts. Okay, safely in for par here at 13. And this is going to stay a 2-shot lead. Okay, jedes Pärchen bringt uns näher. Ja, wir führen mit 2 Schlägen. Frank, this is the 5th par 4 in a row. And they're not easy. This one here at 14, really a daunting tee shot. It is. That's why it's called Cape Fair. A true cape hole in golf, Rich, is when you've got to decide how much you want to bite off when you hit across a slight dogleg. And this one, really, you're going to be rewarded the further left you can go. There is one little bunker in the middle of the fairway that you have to avoid. That's going to be, you know, 320 or so yards off the tee. This hole, 546 yards, you're going to see a variety of second shots, or the length of second shots here, determined purely by the bravery of the tee shot. So, 521 Yards. Natürlich geht es jetzt wieder bergunter. Das, was wir berghoch gespielt haben, geht es jetzt erstmal wieder bergunter. Ein paar 4 mit 521 Yards. Aber wir sehen es auch. Da unten ist, glaube ich, ein Bunker Mitte Fairway. Na, Mitte Fairway ist gut. Der liegt da drüben und zwar richtig im Hang. So, also vom Prinzip her, stopp. Vom Prinzip her versuchen natürlich viele hier in die Welle reinzuspielen. Hier ins Loch, damit er dann da links unten zum Liegen kommt. Die Frage ist halt wirklich, reicht uns das? Und oder man spielt natürlich hier rein und hofft, dass er dann da oben über die 200-Yard-Markierung rennt. Das ist halt die Frage. Wenn man hier lang spielt, dann rollt er eventuell eben dann links runter. Tja, wie machen wir das am geschicktesten? Wenn der natürlich in diesem Bunker da zum Liegen kommt, dann haben wir ein Problem, weil das wird dann, glaube ich, von der Länge her schwierig, oder? 340, 150, 190. Gut, die Fahne scheint... Steckt sie kurz? Ich glaube, sie steckt kurz. Okay. Der Wind drückt den nach... Oh, okay, der Wind drückt den dort rüber. Ja, das ist übrigens auch... Ja, ja, okay. Und dann wird er nach links springen. Ja, wir werden ein bisschen weiter rechts gehen. Wir werden doch den Weg gehen. Ja, jetzt fliegt er noch ein bisschen weiter rechts. Aber er wird nach links springen. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Ja, so sind wir weit genug vom Bunker weg und er liegt einigermaßen flach, 197 und bergab. Das Grün können wir erreichen. Oh, der ist ein bisschen arg weit rechts, aber er ist auch nicht so lang. Doch, der geht in den Hang. Ja, das ist... Nee, kommt nicht raus. Der liegt natürlich jetzt richtig im Rough. Yep. So he may need to choke up on this one as he gets set for his second.
Ich denke, da muss er vorlegen, es hilft nichts. Er steht unterm Ball im Rough. Ja, da muss er sehr weit rechts eigentlich anzielen. Ja, der Ball geht sofort nach links rüber. Das war klar. Aber okay, er liegt auf dem Fairway. Das hat er gut gemacht. Aber er hätte natürlich viel weiter rechts anzielen müssen. Anrichten müssen. Aber ist okay. Aus der Situation guter Schlag. Alright, Frank, what's the play into the green here? Well, this the green's got a little bit of a funnel effect. Oh. General contours slope right to left. And you know, towards this green, there is a little bit of a ridge and some mounding. Short right. But just use those in your favor. You know, the ball's going to do what Mother Nature wants it to do. You don't have to fight it. Ja, man sieht, dass hier das Grün unheimlich, also auf der rechten Seite nach links runterfällt. Wenn man natürlich den Ball da reinkriegt, dass er ein bisschen dann rechts hoch, dann kriegt er nochmal wegen Speed und läuft länger. Eisen 7 müsste definitiv reichen, denke ich, weil es geht 36 Fuß nach unten. Da können wir locker einen Schläger weniger nehmen. Okay. Und wenn er natürlich so runterfällt, hat er dann auch logischerweise etwas weniger Roll. Da bin ich mal gespannt, ob der Wind uns jetzt hilft. Wir stehen leicht unterm Ball. Okay. Ja, er geht rechts. Er geht rechts. Er kommt aufs Grün und springt ein bisschen nach links. Tja, gelernt ist halt gelernt. You've got to cover nearly two football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Das schmeckt nach dem nächsten Birdie. Das schmeckt nach einem Birdie. So, Kentley muss ein bisschen kämpfen. Oh, der rollt weg. Der rollt weg. Das wird ein deutlicher Bergaufputt. Der rollt noch richtig weg. Das riecht eher nach einem Bogey. Just nothing really on that chip shot. Just, it's a waste. So, jetzt hatten wir es gerade an der Anzeigetafel gesehen. Wenn ich es richtig gesehen habe, 7700 Yards für ein Paar 70. Ja, das zeigt natürlich dann, wie lang hier die Paar 4 sind. Oh, das hat er gut gemacht. Guter Putt. Oh, that'll bring a wry smile. A very good putt there to save his par. Naja, das war nämlich so ein Double Break. Ja, da sehen wir es jetzt. Länge 7710 Yards, ein Paar 70. Also das ist natürlich schon ordentlich. Das sieht man natürlich eben an diesen langen Paar 4, ne? Okay, ja, das war jetzt gerade von Kentley ein schönes Double Break. Also das hat er sehr gut gemacht, sehr gut das Paar gerettet. Aber wir wollen jetzt hier sehr gut das nächste Birdie spielen und unsere Führung ausbauen. Easy does it there. It's a birdie at 14. And this is a three-shot lead now with just four holes left to play. Ja, da bin ich mal gespannt, ob drei Schläge Vorsprung reichen. You don't want to spend too much time in the trees, with the trees, around the trees. But part of me wants to go up and hug this tree. Because it's all alone. It's the only tree on the whole golf course. Well, I know you're a tree hugger, Rich. I really do. But at 246 yards, when they play this off the back tee at the US Open, believe me, nobody's hugging that tree. They're just trying to make three. So, vorhin sind wir ja ganz schön auf die Schnauze gefallen, ne? Mit dem Paar 3, was so nach unten ging. Auch hier geht es jetzt deutlich nach unten. Und da haben wir, glaube ich, nur einen Schläger weniger genommen. Diesmal nehmen wir definitiv zwei Schläger weniger. Der Wind drückt den wahnsinnig nach rechts rüber. Ich möchte auf jeden Fall, dass er da hinten ins Grün kommt. Dann ist es ein bisschen länger. Tja. Der war unheimlich lang. Jetzt sind es 68. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was das andere war. Ich glaube, das waren über 100, ne? Das war deutlich länger. Okay, wenn er zu kurz ist, ist kein Problem. Wenn er etwas zu lang ist, ist auch kein Problem. Dann können wir ihn aus dem Bunker spielen. Ja, wir müssen dann... Ja, okay, hilft nichts. Aber ich will den auf jeden Fall eher so spielen. Und hoch. Ja, nimmt wenig Kurve, interessanterweise. Wenig Kurve, reicht das? Reicht nicht. Okay, er liegt aber flach im Bunker. Okay, da brennt noch nichts an. Noch nichts. Ja, das lag jetzt aber auch ein bisschen daran, weil er die Kurve nicht richtig genommen hat. Da hat dann uns der Meter gefehlt.
Er hätte aber trotzdem ein bisschen länger sein können. Der geht direkt zum Stock. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der liegen bleibt. Ah, das hat er gut gemacht. Fantastischer Schlag, sehr guter Schlag. Okay, that one's dancing. Yep. Jetzt schauen wir mal. Es ist ja um den Stock rum, glaube ich, relativ flach. Now, yep. From the bunker. Just a little splash out on this par 3. So, wir spielen unseren mit viel Spin, dass er liegen bleibt. In der Regel rennt er ja immer eher nach links. Ich weiß nicht warum, ist aber so. Wir werden den etwas kürzer spielen. Ah, jetzt rollt er doch durch. Oh boy, just about flew that one in the hole. Luckily got it to stop. Not a bad shot. Now can't lay this for birdie. Ja, das macht er, das macht er, das macht er. Oh yes, a perfect putt there. It is in for birdie here at 15. So. This is now a 3-shot lead with 3 to go. Es geht ein bisschen bergab, aber im Prinzip ist es... Ah ja, doch, Inch, okay. Wir müssen ein bisschen Break spielen über die rechte Seite, so wie es aussieht. Das bricht dann ein bisschen nach rechts, ja, das wird kein einfacher Putt. Er bricht erstmal ein kleines bisschen nach rechts, das müssen wir mit bedenken. Okay, bisschen schneller. So, wir haben noch 3 Bahnen. Jetzt heißt es, die ins Ziel zu bringen. Vielleicht noch ein Birdie auf dem Par 5. How do you do it in the right way, Frank? Well, when you look down this fairway, obviously everything slopes left to right. That makes this hole actually play a little bit more of a dogleg to the right, even though it doesn't look it. And then, of course, that green up ahead, it's like a tabletop. So precision here is absolutely paramount. So, jetzt hat man da hinten die Güterwaggons gesehen. Ah, Kentley spielt. Kentley? Ah, ja, stimmt, er hat ja das Birdie gespielt. Okay. Kentley darf abschlagen. Dann schauen wir mal, was er macht. Ja, bleibt links. Hat nicht die Länge. Aber das ist gut, das ist vernünftig. Boy, the rhythm is definitely there today. Another wonderful tee shot. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass man jetzt auch hier wieder an der Stelle ein bisschen sieht, dass das hier mal Industriegebiet bzw. eine Industrieanlage war. Hier sieht man ja noch die Schienen und eben auch Güterwaggons auf der rechten Seite. Okay, der Wind, ja, wir hauen den auf jeden Fall schön links rein. Dann müsste der doch auf jeden Fall noch schön rollen. Ja, macht er die Kurve. Sehr gut. Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. Jo, 121 Eisen 9 vielleicht, oder? Wedge, Eisen 9. Now note his second from the fairway. 151 yards to the hole. Swinging it great today. Would not surprise me if he stuck it close. Oh, der springt. Ah, bleibt da oben, bleibt da oben. Puh, da hat er Glück gehabt. Da sieht man übrigens... So, da sieht man den Güterwagen. Ja, ist natürlich klar, ne? Die Fahne steckt da hinten in diesem ganz, ganz engen Schlauch. Okay. Es geht ein bisschen runter. Ein 50er Wedge Approach. Finesse. Wir haben Gegenwind. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Spin, ein 50er. Wir haben Gegenwind und wir haben 4 Down. Das heißt, eigentlich müssen wir den ein bisschen kürzer spielen. Okay.
Wie kriegen wir den an den Stock? Ich würde lieber ein bisschen weiter links bleiben. 50er. Vielleicht ein bisschen höher anspielen. So, bleibt er links vom Stock? Er bleibt links vom Stock. Und jetzt bin ich gespannt. Spinter? Nein, er bleibt schön liegen. Sehr gut. Ja, okay. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. 10-foot putt left. Okay, 4 inches down. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er nicht durchrollt. Also er hat Break von links nach rechts, aber es ist eigentlich nicht viel Break. Okay, nochmal hier gucken. Bisschen mehr. So. Der wird ja nicht viel langsamer. Der läuft kontinuierlich da runter. Bisschen mehr. Ah, zu schnell. Schade, schade. Das war eine gute Chance. Das war eine sehr gute Chance aufs Birdie. Bisschen zu schnell. Okay, that'll be a par here at 16. And this will remain a 3-shot lead. Okay, safely in for his par. And he'll stay at 700. So, das nächste Par 3 kommt. Wir führen immer noch mit 3 Schlägen Vorsprung. You don't need just a caddy out here at Chambers Bay. Seems like you need a sports psychologist. You start thinking about the names of these holes. Beached at 16 and what's 17 called? Derailed. And you can see why too. That green's perched up there. If you've got the round going in the wrong direction, this is not a hole to start on. So if you've got a run going, it's just a good tee shot that lands around the front there. And you just take a 3 here. This is not a time to be a hero. Ja, dann hat er sehr kurz gespielt und lässt den reinrollen. Clever. 185 Carry, okay. Und lässt den reinrollen. 185. All right, you don't have to catch it on the middle of the face every time. That's on the middle of the dance floor and a birdie putt coming up. Ja, auf gar keinen Fall. So, Entschuldigung. Eisen 4, etwas niedriger, aber wir haben Gegenwind. Eisen 5. Und er lässt den reinrollen. Naja, das müssen wir schon spielen, glaube ich. Eisen 5 rollt. Es ist ja flach, also keine False Front. Und das Grün rollt auf jeden Fall. Das Grün geht Richtung rechts. Also wenn wir ein bisschen eine Kurve reinspielen können, rollt er zum Stock. Oh ja, der kommt auch vorne auf, springt nach links. Okay, und rollt auch aufs Grün. Sehr schön. Ja, genauso gut wie Cantlay, nur ein bisschen anders. Ja, ich wollte eigentlich über links, aber der ist zu weit nach rechts und dann hatten wir das Glück, dass er dann nach links gesprungen ist. So, wir haben Level, okay. Wir können wieder ein Birdie spielen. Diesmal mit ein bisschen mehr Speed. Ja, aber dann haben wir wieder das Thema, wenn er zu schnell ist, ne? Dann läuft er drüber. Die Sache ist immer die, wenn er natürlich fällt, ist kein Problem. Also der müsste doch das Break annehmen.
Der kann doch jetzt nicht drüber hinausrollen. Ah, rechts vorbei. Ah, die nächste gute Chance liegen gelassen. Bisschen mehr Speed, bisschen mehr Tempo. Das wäre jetzt eigentlich kein Problem gewesen, wenn er 30, 40 Zentimeter hinter das Loch gelaufen wäre. Nutzt er die Chance, er nutzt sie. Er kommt ran. Ja gut, aber er ist ja jetzt kein Problem. Aber er ist ja jetzt nicht das Thema, den haben wir ja im Griff. And this will stay a two-shot lead with one hole to play. Now to the 18th hole. Frank, everyone wants to finish in style. Yeah, the home hole here, you know, once again, you head back to just a wonderful view, and you realize that Chambers Bay was designed as a walk-in golf course, and it was designed to have fun and test every department in your game. 18 will do that. It probably gives you more trouble on both sides of the hole than any other hole on the golf course. So, da haben wir jetzt wirklich zwei gute Chancen liegen lassen. Das wird sich zeigen, ob sich das am Ende noch rächt. Wir werden schauen. Erstmal Patrick Cantlay, der hier abschlägt, weil er nochmal das Birdie gespielt hat. Aber erst zwei Schläge hinter uns, also ich hoffe, dass wir ihn hinter uns lassen können. Yes, step one out of the way. It is in the fairway at 18. One more good approach shot. Could just about seal it. Nochmal ein schönes Foto von ihm. Yep, danke dir. So, da sind wir wieder. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Ja, eigentlich müsste man das hier spielen mit einem Fade. Aber ich tue mich da jetzt gerade ein bisschen schwer, weil die Fades als nicht kommen. Ja, doch der Fade dürfte jetzt kommen. This up the right side off the tee. He just keeps motoring right along. Okay. Shot right there. 272 Carry, das sind 315, aber es sind auch 314 bis zum Loch. Aber wir haben ein schönes Holz, das dürfte treiben. 300 yards to the flag, so getting this to a good number, the key here for his second. Ja, er legt wieder vor mit dem Eisen, er geht wieder auf Safe, aber ist, glaube ich, ein bisschen weit. Ah, nee, okay, weil er nicht so lang ist. Ja, ist auch klar, da vorne wird es echt schmal, ne? Ja, jetzt müssen wir uns auch Gedanken machen. Greifen wir das Grün an oder nicht? So, ich will jetzt mal ganz kurz reinschauen. Ja, minus 7, minus 5. Dann minus 4, okay. Ja, ja, und dann kommt erstmal lange wieder nichts. Und dann haben wir hier minus 3 an der 8. Adam Scott, der könnte uns echt noch gefährlich werden. An der 8 minus 3. Da bin ich mal gespannt, ja. Wie gesagt, das könnte an der 4 minus 2. Also da sind echt noch viele, viele unterwegs. Und da bin ich echt mal gespannt, was dann die KI hier auswürfelt und wie sie sich das halt dann denkt, ne? So, wir werden das Ding da wirklich hochschlagen mit dem Holz. Ja, einen kleinen Fade wäre irgendwie gut, damit er dann ein bisschen rüberrollt. Ja, der ist zu weit links. Okay, aber das passt. Ja, da können wir pitchen. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. Ja, vielleicht können wir noch ein Birdie spielen. Well up the hill to that green, we'll need to take an extra club here. Vielleicht können wir noch ein Birdie spielen. Also Cantlay kann es. Er hat einen Pin High gespielt. A touch left. But still, how good can you putt? Aber das Eagle wird es auf jeden Fall nicht mehr. Okay, jetzt schauen wir uns das mal da vorne an. Das Ganze geht nach rechts. 43, das heißt 31, so ein Drittel, ne?
Quatsch, 40, 42 wären 34, 24. Vorhin ist er uns auch ein bisschen durchgerollt, glaube ich. Der Wind sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ja, wir müssen da diese Welle hochkommen. Das wäre natürlich gut. Die Welle wird auch ziemlich bremsen, wenn er da aufkommt. Naja, ein bisschen mehr hätte es sein dürfen. Aber ich denke, es wird ein relativ gerader Putt werden. Ja, ist aber sehr schnell liegen. Nein, ist kein gerader Putt. Kein gerader Putt, okay. Ja, das ist ein deutliches Break. Der wird deutlich nach rechts rüberlaufen. Komm, 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 komm! Ah, wieder zu langsam. Ah, die letzten drei Löcher haben wir wirklich ganz knapp die Birdies nicht gespielt. Ganz knapp nicht die Birdies. Okay, jetzt dürfen wir gespannt sein, wie weit wir mit minus 7 kommen. Wir wissen nur, dass er uns nicht mehr einholt mit minus 6. Turn out to be it's a birdie here at 18, and now the lead is 2 strokes as we wait to see what happens with the golfer still out on the course. So, warum sagt er lead 2 strokes? Ja, weil Kentley natürlich jetzt im Clubhaus ist mit der 64 und ich habe ja noch nicht abgeschlossen. Also das heißt, im Moment führt Kentley mit 2 Schlägen, aber ich werde, denke ich, jetzt hier dann den Putt machen. Da steht ein minus 8. Ja, aber wir putten ja zum Paar. Witzig, okay. Gut, also, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das ist ein ganz schönes Break, ne? Der macht da blöd, dass der uns nicht gleich hier abhaut. Okay. So, noch führen wir. Aber da kommt von hinten was. Da kommt von hinten nichts mehr. So this a tremendous week of golf, and in the end for our featured player, Frank, it's a 3rd career victory. And a good one. They're starting to come a little quicker. I think confidence is starting to grow. It'll be really interesting these next 12 months to see if they can absolutely springboard from this position. So for Frank Nabilo, Nota Begay the 3rd, and Diona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. So, da sind wir wieder und mit einem Lächeln im Gesicht und zumindest ist die Musik schön, die Hymne ist schön, auch wenn wieder einmal natürlich die Siegerehrung sehr, sehr bescheiden ausgefallen ist. Nichtsdestoweniger muss ich sagen, das ist dann schon ein kleines bisschen eine spannende Geschichte, wie sich das am Schluss dann noch entwickelt. Man hat ja oben diesen weißen Balken, der läuft und da denkt man ja, okay, da müsste jetzt dann zu Ende sein und obwohl der Balken dann hier am Ende war, zumindest kam es mir so vor, haben sich doch der ein oder andere noch... Irgendwo war da noch eine deutsche Flagge, habe ich gesehen. War das der Jäger? Stefan Jäger, ja. Minus 4, okay. Aber das kann natürlich auch sein, dass die hoch und runter gehen, weil sie an einem Loch sind oder an einer Bahn sind und dann doch noch irgendwann einen Bogey spielen, dann geht es wieder runter. Also, nichtsdestoweniger, Patrick Cantlay und wir waren der Siegerflight sozusagen und der Patrick hat es auf jeden Fall nochmal richtig spannend gemacht mit den 2 Birdies hier. Auf der 17 und der 18, muss ich sagen. Und wir hatten ja auch unsere Chancen,
Hier an der 16, 17, 18 hatten wir auch wirklich sehr gute Chancen auf Birdies. Aber nichtsdestoweniger, wir haben hier Bogey freigespielt auf diesem schwierigen Platz. Und der gute Patrick hat hier 4 Bogies reingehauen, hat natürlich dann entsprechend 2 Birdies mehr gespielt als ich. Aber es hat nicht gereicht. Ich freue mich, denn wir haben wieder ein Turnier gewonnen. Und dieses Turnier war ja eins etwas höher dotiert mit, glaube ich, 550 Punkten für den FedEx Cup. Und deswegen schauen wir mal rein, was uns das Ganze jetzt hier gebracht hat. Die EA Sports Championship in Chambers Bay, auch einem geschichtsträchtigen Platz. Da sind schon große Turniere, haben dort schon stattgefunden. US Open auf jeden Fall. Und wir haben es an den Grüns gesehen, der Platz ist nicht leicht zu spielen. Par 70 mit über 7700 Yard, das ist schon ordentlich. Also da muss man schon ordentliche lange Schläge hinkriegen. Okay, wir schauen mal. XP35, ich habe ja ordentlich eingekauft. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich habe mir, was habe ich denn eingekauft eigentlich? Auf jeden Fall Specs für die Hölzer und dann habe ich mir noch für die Eisen ein bisschen was eingekauft. Okay, wie sieht es jetzt aus? Woche 11, ich bin fast am Überlegen, ob wir die Carolina Open lassen. Wobei aber Kiawa Island ist auch interessant. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Unser drittes Turnier haben wir gewonnen. 3 Top 10, 3 Siege. Wir haben hier 500, das war das andere Turnier, da gab es natürlich auch Punkte, aber nicht so viele. Wir haben auf jeden Fall 550 Punkte eingefahren für den FedEx Cup. Das ist gut, das ist wichtig. Das heißt natürlich, dass wir wieder ein bisschen Vorsprung haben. Ja, ich muss mir mal überlegen, ob wir die Carolina Open noch spielen vor dem Masters Tournament, denn allzu viele Videos werde ich nicht mehr machen können, denn ich gehe aber in Kürze, nächstes Wochenende, nämlich in Urlaub, in einen längeren Urlaub und dann werdet ihr erst wieder von mir hören ab dem 15. oder beziehungsweise 14. Februar und da bin ich erst wieder zurück und dann muss man mal sehen, wann ich Zeit finde, wieder um Videos aufzunehmen. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz ins Ranking und ihr seht, wir führen hier doch mit Abstand 1278 Punkte. Ja, das ist natürlich klar, wenn man Turniere gewinnt, das bringt einen richtig nach vorne und 2500 Punkte um den Dreh rum sollte man haben, damit man sich für den FedEx qualifiziert. Und wir sind ja praktisch erst am Drittel der Saison. Wir haben 10 Turniere von, glaube ich, 30. Dann geht es auch schon in die Playoffs. Und ja, wie gesagt, ich muss mir Gedanken machen, ob wir das andere Turnier noch spielen, ob wir das wirklich brauchen oder ob wir gleich nach Augusta ins Masters gehen. Und da würde ich das dann so handhaben, dass ich über die volle Distanz gehe, also wirklich 18 Loch gehe, über 4 Runden. Aber nur in der letzten Runde werden wir dann mit jemandem zusammenspielen, damit wir die ersten 3 Runden ein bisschen zügiger spielen können. So, wo sind wir denn in der Weltrangliste? Oh, ganz, ganz weit vorne mit 12,3 Punkten. Und Xander Schaufele und Scotty Scheffler fällt immer ein bisschen mehr zurück. Okay, okay, okay. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Das soll es also gewesen sein für die Chambers Bay, die EA Sports Championship hier bei mir hier auf dem Kanal. So, ich sage recht herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst bitte wie immer nicht, wenn euch das Ganze gefällt, natürlich gerne ein Abo dalassen oder zumindest einen Kommentar schreiben. Ein Däumchen wäre natürlich auch herzallerliebst. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.